So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr aus den Gesprächen gerissen und hoffe, dass ihr auch keine technischen Schwierigkeiten habt. Die meisten sind ja nach dem Lost Camp schon ganz gut Remo erprobt. Das ist heute so ein Experiment mal in unserem monatlichen Community Call, einfach mal Remo auszuprobieren. Ich hatte als spontane Idee das letzte Mal oder kurz nach dem Camp eine Umfrage auf Twitter gestartet, ob das eine gute Idee wäre, statt Teams mal Remo zu verwenden. Und da waren irgendwie über 80% haben gesagt, ja, warum nicht? Probieren wir mal aus. Deswegen machen wir das. Jetzt hat er auch Teams angekündigt. Jetzt gibt es bald hier den schönen 7x7 View, wo man 49 Leute gleichzeitig sieht. Vielleicht macht man das auch so im Wechsel. Also da müssen wir mal gucken. Können wir hinterher mal eine Abstimmung machen. Ich fand es ganz spannend. Ich habe den Termin jetzt einfach eine Stunde länger eingestellt. Das ist bis 15 Uhr offen. Das heißt, falls ihr in euren Leitfaden-Teams irgendwie noch Themen habt oder sich Circle finden wollen oder so, das kann man ja an diesen Remo-Tischen ganz gut machen. Für die, das erste Mal dabei sind, ihr könnt gerne jederzeit, wenn ihr was sagen wollt, entweder in den Chat posten. Rechts müsste so ein General Chat zu sehen sein. Da postet auch schon Silvia, Gerd, Martin, Markus, Marcel. Also das scheint zu funktionieren. Und ihr müsstet unten auch so ein Handhebe-Feature haben. Damit kann ich euch dann auch auf die Bühne holen und dann kann man da auch live sprechen über ein paar Punkte im Programm, wo heute durchaus auch andere was beitragen. Das poste ich auch gerade noch mal in den Chat. Die Agenda, die ist ja auf Connect, auf unserer Community-Plattform. Und das würde ich jetzt auch gleich mal teilen. Ups, Moment. Fenster oder Bildschirm? Bildschirm, was ist das? Eins oder zwei? Wahrscheinlich ist es eins. Ja, sehr gut. Das sieht gut aus. Ja, ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat oder noch nicht gesehen hat. LernOS Camp ist ja viel passiert. Das ist so auch der erste Punkt in diesem Was war heute. Wir haben mittlerweile einiges veröffentlicht an Inhalten. Es gibt so eine Seite im Wiki auf Copedia. Moment, die zeige ich mal geschwind. Da sammeln wir irgendwie alles, was so öffentlich verfügbar ist. Wir hatten ja im LernOS Camp so eine Zweiteilung. Alle, die angemeldet waren, hatten Zugriff auf so ein Wiki. Da ist die ganze Session-Dokumentation und so auch drin. Aber es gibt einen Haufen Follow-up-Themen jetzt aus dem Camp, die sinnvoll sind, auf Connect auch weiterzuführen. Und da haben jetzt auch die Session-Owner alle angefragt, für wen es okay ist, dass die Session-Dokus da quasi auch hier landen. Das heißt, die Copedia-Seite ist so ein bisschen Überblick. Hier oben ist das Zusammenfassungsvideo eingebettet. Und dann hat man hier, Moment, meine Maus so ein bisschen Beschreibung, wie war das Veranstaltungsdesign, weil da viele nachgefragt haben, auch nach Tools hat man immer wieder die gleichen E-Mails geschrieben. Na, dann das Programm. Hier oben steckt eine YouTube-Playlist dahinter. Das heißt, alle Sachen, die auf der Bühne stattgefunden haben, die Impulse, die Lightning Talks, das Jeopardy und so weiter, das ist hier alles verlinkt. Und bei den Sessions, das zeige ich auch gleich noch, da verlinkt man jetzt nach und nach die, wo eben die Session-Owner sagen, es ist okay, dass die Sessions auch öffentlich sind. Genau. Dann ist hier noch die YouTube-Playlist verlinkt und wie gesagt, das Impressionen-Video. Wenn nachher die Bühne zugeht, oben links von der Bühne ist das Impressionen-Video auch eingebettet. Das ist einfach so 2 Minuten 50, hat der Benedikt geschnitten und das zeigt so ein bisschen dieses Zusammenspiel zwischen, wie sah das hier bei uns aus, wie sah es in Remo aus, wie sah es in den Sessions aus, dass man einfach so ähnlich wie es halt von anderen Barcamps vielleicht kennt, so einen kurzen Überblick bekommt, wie das war. Könnt ihr gerne auch ein bisschen teilen. Ich glaube, das ist durchaus vielleicht die eine oder andere Inspiration auch für andere Leute, die Barcamps machen. Genau, und da würde ich jetzt auch mal versuchen, den Benedikt auf die Bühne zu holen, weil es ja auch schon eine Resolve-Session auf dem Camp gab. Also es hatten sich ja einige Leute für Resolve interessiert. Ich weiß nicht, Benedikt, du müsstest jetzt die Einladung haben oder über Present auf die Bühne kommen können. Und da könnte man mal kurz so ein bisschen hören von dir, wie du das gemacht hast. Also wie war so die Planung für das Video? Wie hast du die Aufnahmen gemacht? Wie war der Schnitt? Was war so hakelig? Ja, Ja, okay, sehr okay, gut. sehr gut. Dann mache ich das Dann mal mache ich das kurz. mal kurz. Also, dann teile ich mal meinen Screen, beziehungsweise doch, dann teile ich meinen Screen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, ihr mich nicht hört, am besten in den Chat schreiben. So, genau, angefangen tut man natürlich genau wie beim Thema Podcasting, Audio oder generell bei allem, was man im Leben so irgendwie vernünftig angehen will, immer mit einer Planung. Das heißt, vorab habe ich mir natürlich mir genau überlegt oder
schon vorab überlegt, was macht in so einem Impressionsvideo Sinn. Solche Impressionsvideos mache ich immer mal wieder, wenn es auch physische Veranstaltungen in der Vergangenheit gab, bei Barcamps zum Beispiel. Große Herausforderung jetzt war einfach, dass man das in einem virtuellen Raum macht und das Material generell erstmal sehr flach ist, ne? Weil man hat den PC und man hat einfach in dem Material keine Tiefe. Und das war so eine gewisse Herausforderung, zu gucken, auch schon in der Planung, wie kann man das trotzdem kurzweilig machen und ja eine gewisse Tiefe in das Material auch bringen. Genau, das heißt vorab, was habe ich gemacht? Vorab habe ich erstmal mein Lieblingstool verwendet, und zwar OneNote als digitales Notizbuch, und habe mir erstmal Gedanken aufgeschrieben, wie könnte eine Struktur für so ein Video aussehen? Und dann habe ich erstmal frei die Sachen runtergeschrieben, die mir so einfielen, um einfach so eine gewisse Struktur und Ideen zu haben an dem eigentlichen Camp-Tag oder an den Camp-Tagen. Was will ich eigentlich aufnehmen? Ne? Da sind natürlich so strukturell generelle Sachen dabei, wie so ein Intro sollte es geben, Allgemeines zum Camp, also Zahlen, Daten, Fakten. Dann generell sollte in dem Video natürlich auch so der Ablauf, die einzelnen Agenda-Punkte, Stationen irgendwie rüberkommen, die ja doch gerade am Tag 1 sehr vielfältig waren. Und dann so eine Art Abschluss, Gruppenfoto hatte ich hier schon mal vermerkt. Also das waren sozusagen schon konkrete Ideen, wie die Struktur aussehen könnte von so einem Video, als auch von erste Ideen von einzelnen Shots, ne? Zum Beispiel hier steht Close-up, Winkelkatze und Details, ne? Also das heißt, da hatte ich schon konkrete Ideen, was ich eigentlich shooten will. Jetzt haben es im Endeffekt, als ich geshootet habe, ist nicht alles reingekommen. Viele Sachen sind wir am Tag dann hinzugekommen. Aber das war so eine gute Grundvoraussetzung, um in den Tag organisiert zu gehen. Genau, dann bei dem eigentlichen Tag gab es eigentlich zwei Arten, wie ich das Material aufgenommen habe. Das erste war, dass ich tatsächlich mit einer ganz normalen Spiegelreflexkamera mit einem lichtstarken Objektiv unterwegs war und tatsächlich den Bildschirm von unterschiedlichen Winkeln abgefilmt habe. Natürlich Behind-the-Scenes-Footage von uns in der Audio-Akademie, in der Cognian-Akademie aufgenommen habe, mit dem Greenscreen und so weiter. Genau, das heißt, das war so die eine Komponente, wo das Material hergekommen ist von der klassischen Kamera, so wie es das normalerweise auch gibt bei Impressionsvideos. Da gibt es ja eigentlich nur das klassische Kameramaterial. Und die zweite wesentliche Quelle war dann natürlich das Thema Screencasting, also Recordings zu machen, Aufnahmen von dem Bildschirm, also das, was gerade in Remo und in Teams und in Twitter und in Telegram passiert, ja. Und da gibt's sozusagen natürlich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das technisch macht. Ich habe jetzt dazu Office 365, was wir von Cognon haben, verwendet, um dort relativ leichtgewichtig mit diesem Werkzeug Streams, was normalerweise eine Art internes YouTube ist, um Content oder Videos bereitzustellen. Da gibt es einfach die Möglichkeit, Bildschirm aufzuzeichnen. Und das habe ich verwendet sozusagen als Ergänzung zu den normalen Kameraaufnahmen. Das ganze Material von den zwei Tagen ist dann gemündet in einer klassischen Ordnerstruktur. Also ohne Ordner geht es tatsächlich hier auch nicht, weil in Summe, wenn ich das mal alles markiere, sind 49 Gigabyte Material und 670 Clips angefallen. Das heißt, das war die Rohmasse, aus dem man dann den Diamanten sozusagen des Videos schleift. Und dafür braucht es einfach eine gewisse Strukturierung, um sich diesem Thema einfach, um das nicht zu erschlagen zu werden, weil es einfach so komplex ist. Genau, das war sozusagen dann die Strukturierung des Materials. Und geschnitten habe ich das dann mit dem Programm DaVinci Resolve. Wie Simon gerade sagt, hatte ich dann eine kurze Einführung beim Camp am Vorabend gemacht. Ist in der Version, wie wir es nutzen und wie es eigentlich auch vollkommen ausreichend ist, kostenfrei, steht aber in den Funktionsumfang von Marktführern wie Adobe Premiere oder Final Cut Pro in nichts nach. Ist dafür aber intuitiver, gerade für Laien auch schneller erlernbar. Ja. Und genau, hier sieht man jetzt das finale Video, ja, von links nach rechts. Das ist jetzt so eine sogenannte Timeline, das heißt von links
nach rechts sieht man jetzt hier die einzelnen Clips. Ja. Und beim Videoschnitt gibt's jetzt generell mehrere Sachen, mehrere Stufen, die man sich hier anschaut. Das eine ist natürlich, dass die Clips hier aneinandergereiht werden mit Übergängen und so weiter. Das ist so der eine Aspekt, dass man erstmal guckt, welche Clips folgen aufeinander. Das macht man hier unten in diesem Edit-Tab. Da seht ihr auch schon, die haben unterschiedliche Farbkodierungen. Das liegt daran, weil es natürlich unterschiedliche Arten von Clips gibt. Ne? Das heißt, die ersten, die orangenen, das sind jetzt hier so Eröffnungsshots. Weiter hinten sind dann die grünen beispielsweise, die Impulse. Ja, das braune Material, dann Impressionen vom Abend und so weiter, sodass man immer genau sieht, wo befinde ich mich gerade. Ja? Genau, im zweiten Schritt, nachdem man dann diesen Grobschnitt gemacht hat, dann kommen dann so Feinheiten. Da kommt dann sowas wie so Überblendungen, so Bauchbinden, wie man sie jetzt hier gerade sieht, ne? Mit Einblendungen. Dann aber auch unter einem weiteren Tab ganz unten, neben dem normalen Schnitt, gibt es einen sogenannten Color-Tab. Da tobe ich mich dann eigentlich auch immer aus. Ja, da gibt es dann daran, das Material wirklich zu bearbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Winkelkatze sehe, da war das Material ein bisschen dunkel, ja, da bin ich in den Kontrast reingegangen, habe es aufgehellt, Schärfe geändert und so weiter. Also ist das Thema Videoschnitt und Videobearbeitung ist ein sehr vielschichtiges Thema, wo es mit diesem Thema Videos aneinanderreihen bei weitem nicht getan ist, sondern da fließt relativ viele unterschiedliche Themen miteinander rein. Genau, das haben wir dann exportiert. Der Simon hat es dann jetzt auf YouTube hochgeladen und ja, das war jetzt mal so im Schnelldurchlauf ein Einblick in dieses Vorgehen von A bis Z. Sehr cool. Und vielleicht bei irgendeinem der nächsten Events, wenn wir mal Gelegenheit haben, mit Assembly oder so, dann auch mal Hands-on zu machen mit dem DaVinci Resolve. Ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr mächtig. Wenn jetzt jemand anfangen will, damit was zu machen, muss man ein paar Tricks und Tipps sozusagen kennen. Aber dann kommt man da doch recht schnell rein, wie du gesagt hast. Ne? Ja, da, genau. Nee, super, perfekt. Danke dir. Gerne, bis dann. Ciao. So, da kommt der virtuelle Applaus im Chat. Sehr gut, wohlverdient. Genau, das war das Video. Dann habe ich mal so einen Punkt noch aufgeschrieben. Infrastruktur für die weitere Zusammenarbeit nach dem Camp. Wir hatten ja im Camp einen Telegram-Chat verwendet und ein Wiki, wo nur die Camp-Teilnehmer Zugriff drauf haben. Jetzt gibt es aber natürlich einen ganzen Haufen Themen, die man weiterführen will, wo man weiterarbeiten will. Ne, für die jetzt vielleicht das erste Mal heute dabei sind und im Camp dabei waren, die Plattform, die ihr jetzt hier seht, ist Connect, das ist quasi die Community-Plattform zu LernOS, also so 1200 Mitglieder ungefähr drauf insgesamt, immer so zwischen 30, 40 in dem Community-Call und vielleicht so 100, 200 sind aktiv, ne, und das kann man jetzt verwenden, um quasi da weiterzuarbeiten, da sage ich auch nachher noch ein bisschen was dazu in dem Punkt, der später noch kommt. Zusätzlich gibt es noch dieses Academy Everywhere. Das kommt aus dem Konzept, was wir hier in der Akademie haben, wo wir jetzt versuchen wollen, weil wir davon ausgehen, dass wir über die nächsten 2 Jahre noch Einschränkungen haben wird, Covid-bedingt und Veranstaltungen vielleicht hybrid machen muss. Also wir arbeiten daran, dass wir in all unseren Räumen überall relativ einfach hybride Veranstaltungen machen kann. Und zu dem Zweck ist eben ein Element ein Discord-Server. Discord ist so ein Multi-Channel-Chat-Tool, was eher aus dem Gaming-Bereich kommt und dementsprechend sehr usable ist. Und diejenigen von euch, die in manchen der Leitfaden-Teams arbeiten, kennen das schon. Ne? Also das Podcasting-Team zum Beispiel hat hier sein Chat drinnen, wo Sachen diskutiert werden. Die die Sketchnoter haben den öffentlichen Teil des Chats hier drin. Also das ist da verlinkt. Das Connect ist eher so für, sagen wir mal, die Langzeitbewahrung von Themen, Dokumentation. Also da kann man eher so längere Beiträge und Diskussionen führen, die dann gewisse Stabilität haben. Man kann die Beiträge auch in so einen Wiki-Modus schalten, während das Discourse, also das Academy Everywhere, eher quasi ein Echtzeit-Kommunikationstool ist, also wo man wirklich schnell chatten kann, wo es Sprachkanäle gibt. Da kann ich auch Videokonferenzen drin machen. Viele Team-Meetings landet da drin. Genau, der Martin schreibt, ob ich Nextcloud auch im Blick habe. Ja, das haben wir noch nicht so ganz integriert. Im Prinzip ist die mediacognion.de, wo jetzt zum Beispiel auch die PDFs und so weiter fürs Camp drauf lagen,
Das ist eine Nextcloud 19 Instanz, immer wenn es um dokumentbasierte Kollaboration nach außen geht. In der Community nutzen wir die. Das haben wir nicht so ganz groß promotet. Manchmal ist auch schon einer drüber gestolpert, warum man auf Connect keine Dokumente hochladen kann. Das liegt einfach daran, Benedikt sagt, halt hier tun, ist so besser, Benedikt. Also das liegt einfach daran, weil wir im Moment noch vermeiden wollen, einzelne Dokumente wirklich auf Urheberrechtsthemen zu checken. Wenn da jemand Foliensätze hochlädt, kommt ja durchaus mal vor, dass jemand einfach Bilder aus Google sich rausgezogen hat. Und wenn das dann auf einer Plattform von uns liegt und darüber veröffentlicht wird, dann haften wir natürlich. Und das wollten wir bisher noch vermeiden. Also wenn man in Connect quasi oder auch jetzt im Discord Dokumente bereitstellen will, muss man die irgendwo bei sich in einem Google Drive oder Dropbox oder wo auch immer Nextcloud eben ablegen und dann den Link darauf teilen. So, jetzt frage ich mal ganz kurz, der Benedikt hatte geschrieben, ich habe halligen Ton. Ist das tatsächlich noch so? Schreibt mal da kurz in den Chat. Ah, Moment, ja. Was liegen könnte. So, ist das jetzt besser? Alles super bei mir. Ich warte, kommt tatsächlich, es kommt tatsächlich der Ton von der Webcam. Diese Einstellerei. Okay, alles klar. Also müsste der Ton jetzt besser sein. Genau, dann was war noch? Das habe ich euch einfach mal verlinkt. Ich war bei dem Perso-Blogger, was ihr das kennt. Perso-Blogger, so ein HR-Portal vom Stefan. Gleichzeitig ist der Stefan auch in der Personalentwicklung bei der DATEV, ein LernOS-Supporter. Und der hat jetzt um seinem HR-Portal einen Podcast gestartet und hat mich da 15 Minuten lang zu LernOS ausgequetscht. Das ist gerade, wenn man jetzt so Newbies hat, glaube ich, ein ganz guter Podcast, weil der mal so versucht, in 15 Minuten allgemein verständlich einfach in das Thema einzuführen. Der ist recht kompakt und recht dicht, aber ich glaube jetzt gerade für Neulinge ganz gut, um einfach relativ schnell sozusagen da mal reinzukommen. Okay, also das waren so die wichtigsten Punkte, die waren. Dann in dem Blog Themen aus der Community, da hatte ich jetzt mal vorgezogen, der Marcel hatte mich angefunkt. Den lade ich jetzt gleich auch mal mit dem Martin ein. Und zwar geht es da um die Veröffentlichung von 2 Leitfäden. Moment. Marcel, wo habe ich dich? Ja, muss ich hier suchen. Einfacher. Einmal Marcel und einmal Martin. Und wahrscheinlich können wir da auch gleich die Pivi noch dazu holen, weil die auch noch einen Hilferuf uns geschickt hat. Aber das machen wir gleich. Servus Marcel. Hi, grüß dich. Genau. So, also bei euch geht es um die Veröffentlichung von ePortfolio Guide und Content Curation Guide. Genau. Auf GitHub mit cooler Verwaltung von Zielformaten zu den Martin und Leonid. Leonid hat ja da auch schon mal mit GitHub Actions gebaut, eine Lösung haben. Mal schildert mal so ein bisschen, worum es da geht und was ihr vielleicht auch schon für Lösungsideen habt. Ja, wir haben halt festgestellt, Martin, du kannst ja gern einhaken oder korrigieren. Wir haben halt festgestellt, dass wir es auf jeden Fall, wir haben es ja bisher in der OneNote-Vorlage, die ihr damals mal erarbeitet hattet, für den LernOS-Guide, hatten wir es halt eingepflegt und daraus auch den Leitfaden als Lernpfad sozusagen in OneNote erstellt, mit verschiedenen Seiten und zum Scrollen. Und haben halt jetzt festgestellt, für die Veröffentlichung in GitHub müssten wir es ja in Markdown erstmal überführen, ne? Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und dann waren wir aber an dem Punkt zu sagen, okay, wie muss es jetzt aufbereitet sein als Repository, damit du sagst, so ist eigentlich der Standard für LernOS, wie beim Sketchnoting Guide oder bei den anderen Podcasting Guide, wie auch immer, die es schon gibt. Ja. Ne, das waren so offene Fragestellungen, die wir bisher hatten und wo wir halt mit dir uns auch mal austauschen wollten. Ja. Ich habe das nochmal zusammengefasst. Wenn das jetzt hier passt, kann ich das gerne nochmal kurz auflegen. Ja. Also was Martin uns gleich zeigt, ist quasi eine Automatisierung, wie man diese Zielformate generieren kann, wenn die Inhalte schon auf GitHub sind. Genau. Dann vielleicht einen Schritt nochmal vorher an. Das OneNote-Template, was wir gemacht haben, war ursprünglich gedacht, um so ein Begleitdokument für Circle zu sein, in dem sich die Circles selber organisieren können. Ja. Von der Planung, welche Termine sind wann. Dann, wenn ich mir zum Beispiel im Wohllernpfad überlege, was ist eigentlich mein Ziel, damit ich das dokumentieren kann und die anderen Mitglieder in dem Circle das quasi sehen können. Ja. Und auf der Basis gab es natürlich
Doppelungen der Inhalte von Leitfaden und also von Inhalten, die im Leitfaden waren, waren dann auch in dem OneNote quasi drin. Na, bisher war das OneNote noch nicht gedacht, um dort den ganzen Leitfaden drin zu haben. Ja, okay. Weil die Idee schon öfter mal da war, wirklich in der Produktionskette auch OneNote mit zu generieren, weil an immer mehr Stellen merken wir auch bei uns jetzt im ganz normalen Projekten, dass OneNote eben immer mehr sowohl zum Träger von Lerninhalt als auch für Interaktion, ne, so wie OneNote in der Schule genutzt wird, ne, so diese Class-Notebooks in Education Office 365 sind ja dadurch gekennzeichnet, dass der Lehrer Material bereitstellt und mit den Schülern, die geben dort ihre Hausaufgabe ab. Also die Denkrichtung ist super, da könnte man das auf jeden Fall auch überlegen, eine OneNote-Version auszuspielen. Mhm. Das Undock kann im Moment noch kein OneNote generieren, ne, deswegen ist das OneNote auch so ein bisschen immer hinten runtergefallen, das haben wir mit den einzelnen Versionen des Guides nicht veröffentlicht. Mhm. Aber das so als vorneweg quasi, wie das kam und wie die Position von OneNote im Moment ist. Okay, super. Martin, du hast, glaube ich, so eine Visualisierung gebastelt, ne? Genau. Kurz zeigen wolltest. Also ich will die jetzt nicht nochmal erklären, das hatte ich ja letztes Mal schon kurz gezeigt. Also im Prinzip steht für mich letztendlich ein Versionsmanagement im Mittelpunkt und die ganzen Prozesse außen drumherum. Ich komme eher aus der, sag mal, Open Source Java Unix Welt. Da spielt Microsoft nicht so eine große Rolle, außer vielleicht als Editor. Dafür ist es sehr gut brauchbar. Mit dem Visual Studio Code. Ansonsten setze ich hier eigentlich eher auf Open-Source-Tools und auf frei verfügbare Tools oder auf Tools, die, sagen wir mal, sehr gut integrierbar sind in andere Umgebungen. Das ist ja bei Microsoft manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben vorgestern, glaube ich, oder am Dienstag hatten wir uns nochmal abgestimmt. Ich habe im Nachgang nochmal versucht, das nochmal sozusagen aufzumalen, weil natürlich kann man alles automatisieren, aber ich habe genug Automatisierungsprojekte gemacht, wo man relativ unvorbereitet reingegangen ist und das endet in der Regel im Desaster. Die Rahmenbedingungen müssen geklärt sein für Automatisierung. Ja, niemand würde ein Fließband bauen, wenn man nicht weiß, was für Teile da drauf laufen. Mhm. Das ist hier genauso. Und ich bin ja jetzt noch relativ neu in der Community, deswegen weiß ich nicht, was da alles schon passiert ist. Ich habe schon wahrgenommen, dass es ein paar Strukturstandardisierungsbemühungen gibt, auch ein bisschen Layout. Themen, die sicherlich, sagen wir mal, mehr oder weniger geklärt sind, ist jetzt mein Verständnis und dann wird's spannend. Dann kommt eigentlich als nächstes der Erzeugungsprozess und da geht's, denke ich, schon nochmal sehr deutlich darum, mit welchen Tools wird gearbeitet. Ich war sehr überrascht, dass mit OneNote so viel gearbeitet wird. Ist natürlich leicht verfügbar, aber ich glaube, wenn man tatsächlich in eine aufwendigere Medienproduktion geht, gibt es da bessere Tools. Mhm. Und dann kommen natürlich die ganzen Fragen. Was ist mit Images? Wie muss der Text formatiert werden? Welche Sprachen wollen wir unterstützen? Welche Leute sitzen davor und brauchen entsprechend User Interface? Welche Rollen haben wir in so einem Prozess? Also diese ganzen Fragen sind für mich Teil dieses Automatisierungsprozesses sozusagen. Ja, also dieser Redaktionsprozess. Und dann natürlich auch, wie gehen wir mit Versions- und Release-Management um? GitHub bietet da sehr viel. Ich habe schon so ein bisschen aus den Gesprächen hier mitgenommen, dass es da auch ab und zu Unsicherheiten gibt oder auch noch eine Lernkurve gibt. Das kann man aber, glaube ich, schon mit einsteuern. Aber es wäre natürlich auch ein Teil so eines Prozesses. Wenn man den ausrollt, dann muss das natürlich auch erklärt werden. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir da im Unternehmen, sagt man, oft eine gewachsene Struktur haben. Ja. An vielen Stellen Leute gestartet sind, ne, also an manchen Stellen mal so Anfänge von Standardisierung gab, also sag mal sowas wie die Kapitelstruktur, dass es ein Überlern-OS, ein Grundlagen, ein Lernpfad, einen Anhang gibt. Ja. Ne, dann eine Idee, bis zu welcher Ebene zerteilt man das in einzelne Markdowns, damit die Navigation in der Webversion sinnvoll wird. Aber da würde ich jetzt auch sagen, sind wir da überhaupt noch nicht so weit, dass die Standards in allen Leitfäden drin sind. Nur das Sketchnoting-Team zum Beispiel hat gesagt, sie wollen die Cutters in einem eigenen Kapitel, das Katalog heißt, was eine witzige Benennung ist, aber von der Struktur halt dann wieder anders. Ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, jetzt über den Sommer mal sich da wirklich die Zeit zu nehmen. Das kommt auch nachher an dem Punkt Template-Repo. Die Sachen sich mal anzugucken und zu sagen, was kann man wirklich über alle Leitfäden standardisieren. Mhm. Ja. Und dann halt so ein Referenzrepo mit einem Leitfaden drin mal bereitzustellen, wo man sagt, das ist der Standard. Ne, wenn man den Standard verwendet, dann funktionieren bestimmte Sachen automatisch und wenn man vom Standard abweicht, dann hat man eben Handarbeit. Genau. Ja. Okay. Weil umgekehrt würde ich jetzt auch ungern
Ungarn irgendwie so policing-mäßig sagen, wenn ihr nicht genau bis auf Kapitelebene 3 das genau so macht, dann kann es kein Leitfaden sein, ne, weil das nimmt Motivation oder in manchen Fällen gibt es einen guten Grund, warum man es anders macht. Aber dass man halt mit so zentralen Sachen wie jetzt Produktionskette, Übersetzungsautomatisierung, Ausspielen von Leitfäden auf Amazon und solche Geschichten, dass man da eben sagt, wenn man im Standard drin ist, funktioniert es, und wenn nicht, muss man halt Hand anlegen selber. Genau, das denke ich, ist genau auch der nächste Schritt, nämlich genau diesen Publikationsprozess eben mit den Varianten in den Griff zu kriegen. Ja, natürlich kann man nicht Beliebiges machen, aber man kann natürlich schon viele Freiheiten vorsehen, wenn man es gut aufsetzt, dass man einerseits den Standard unterstützt, aber an geeigneten Stellen auch nochmal eine Freiheit mit einbaut, und es da entsprechend über irgendeine vernünftige Steuerung letztendlich diesen Prozess auch so anpassbar macht, dass er eben gegebenenfalls auch in einem anderen Umfeld, zum Beispiel auch in einem internen Umfeld, sage ich jetzt mal, in einer Company halt funktioniert und vielleicht bei einem Branding versehen wird oder wie auch immer. Ja, genau. Das sind ja alles die Themen, die man da berücksichtigen müsste, wenn man es vernünftig aufbaut. Und als letzte Konsequenz würde das heißen, wenn man sich ernsthaft und ausgiebig mit dem Thema beschäftigt, würde man natürlich das als Service machen und sagen, okay, man wird hier mandantenfähig, kriegt hier eine Möglichkeit, über Plugins eben auch individuelle Funktionen mit einzusteuern und so weiter. Ja, genau. Auch den ganzen Betrieb letztendlich zu betreiben. Ja. Genau. Und ich habe die Piwi jetzt mal mit dazu genommen, weil was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass wir halt sagen, wir bilden jetzt da mal so eine kleine Arbeitsgruppe, die versucht mal an diesem Standard zu arbeiten. Und mit Leonid hatte ich ja schon mal angefangen für den Podcasting Guide und wie gesagt für dieses Template Repository, dass man sagt, anhand von 1-2 zentralen Beispielen versucht man das mal umzusetzen. Und gerade die nach Hilfe gerufen haben, also Piwi mit Diversity Guide zur Hilfe, wie kriegen wir es auf GitHub, nimmt man da gleich mit rein und guckt eben, wie muss sowas beschrieben sein oder gestaltet sein, dass jemand, der sich halt nur auf den Content fokussiert, vielleicht mit diesen ganzen Produktionskette und so weiter gar nichts zu tun hat. Genau, ne? Das Inhalt ist ja das Ziel. Die neue Webversion ist da fertig. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob das dein Problem oder deinen Hilferuf so ein bisschen adressiert, Piwi. Ja, total. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute nochmal die Gelegenheit bekomme. Martin, ich glaube, also jetzt habe ich mich gerade mit dir in LinkedIn endlich vernetzt, weil ich habe dich überall gesucht. Wir begegnen uns jetzt zum zweiten Mal zu dem Thema. Und es ist genauso wie beim letzten Monat. Also ich höre dir zu und ich glaube, ich verstehe mehr Arabisch, als wenn du sprichst. Sorry. Ja, und was ich halt immer merke, auch nach dem LernOS Camp ist, dass wir in der Community halt da irgendwie so einen Support brauchen, weil ich komme aus einer völlig anderen Welt und alle, die jetzt gerade helfen, so diesen Diversity and Inclusion Lernpfad zu schreiben, kommen auch aus einer komplett anderen Welt. Wir haben weder die Kapazitäten noch irgendwie das Mindset, uns da so tief reinzudenken, um da irgendwo dann das Know-how aufzubauen. Und das darf aber in Zukunft so keine Hürde werden für die Leute, die Ideen haben, auch für einen Lernpfad. Und deswegen müssen wir irgendwie gucken. Also ich habe da eine große Bereitschaft, irgendwie mich auch zu engagieren und auch irgendwie mitzuhelfen und da auch noch zu lernen. Aber trotzdem brauchen wir da irgendwie so einen Support in der Community. Und ich war echt ein bisschen surprised, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Aufrufe gestartet über Twitter und auch im LernOS Camp. Und ich habe nicht einen Widerhall bekommen, irgendwie so, ja klar, habe ich mal eine Stunde Zeit. Also da war ich echt ein bisschen überrascht. Ich dachte, wow, ja, also da ist dann Schluss, ja, so mit, wir sind eine Community. Ne? Also da hätte ich... Überrascht, er ist enttäuscht. Ja, das klingt dann ehrlicher. Ich wollte es jetzt so nicht sagen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die Community da irgendwie, cooler ist oder offener ist, dann auch zu sagen, komm, lass uns wenigstens mal telefonieren oder so. Ne? Ich habe jetzt tatsächlich bei Schaeffler, also ich habe gerade vom Andreas Nebel eine Nachricht bekommen, dass bei Schaeffler ich tatsächlich einen GitHub-Spezialisten habe, den ich jetzt mal anklopfen kann. Aber das zeigt mir einfach, dass wir da was tun müssen. Und ich bin total bereit und offen auch dafür, Simon, mit in so eine Arbeitsgruppe zu gehen, da an so einem Standard zu erarbeiten. Also dann nicht in der fachlichen, sondern eher aus der Brille heraus. Wie kann man es auch so gestalten, dass wir anderen keine Steine in den Weg legen? Ja, das ist nicht so gut. Also ich bin da auch gern
gern bereit ist, jetzt so ein bisschen zu orchestrieren, weil so ein bisschen sind wir ja auch mit Schuld dran. Ne? Das ist ja quasi die hippe Agenda, man hätte einfach sagen können, lass uns diese die Leitfäden einfach in Word oder Google Docs schreiben, da hätten wir die ganzen Probleme nicht. Aber so ein bisschen die Hidden Agenda ist ja, Leute wirklich nicht nur über digitale Transformationen reden zu lassen und über agile Transformationen, sondern jeden mal so ein bisschen in diesen Zaubertopf, Zaubertrank der Digitalwelt auch reinfallen zu lassen. Und dann ist es natürlich ein bisschen lame, ne, mit Beschreiben im Google Doc. Ne? Und ich glaube, Hadi, ich hatte jetzt mal mit gleich einen Knopf geholt, weil du für den Mindfulness Guide, glaube ich, den gleichen Hilferuf öffentlich auf den Chat abgesetzt exakt, hast. Genau. Und dann müssen wir sowas machen. Ihr kommt, glaube ich, von dem, da wo Marcel mit dem OneNote unterwegs seid, seid ihr mit dem Word-Dokument abgesetzt. Genau, so haben wir es gemacht, weil wir uns, und da möchte ich Piwi vielleicht ein Stück beruhigen, wahrscheinlich alle viel mehr Freude dran haben, Content zu generieren. Und meine Mitschreiber, also Entschuldigung, ich bin ja auch bloß eher einer der Mitschreiber, die haben gesagt, nee, wir wollen uns jetzt nicht mit irgendeinem Markdown-Editor herumschlagen. Wir wollen wirklich auf den Content fokussieren. Und ich denke, das ist ein ganz nachvollziehbarer Grund. Und jetzt stehen wir halt genau da, dass ich sage, so, ja, ich hätte mich vielleicht drum kümmern können. Und ich würde liebend gern auch mitmachen. Ich habe ein bisschen IT-Kontext, habe auch mit Pandoc und so ein bisschen herumgespielt. Das heißt, und sowohl von der User-Seite als auch denn von der IT-Seite, glaube ich, kann ich vielleicht mitteln und bestimmt auch ein bisschen was einbringen. Ja, würde gerne mitmachen. Also dann nehme ich das mal in die Hand, dass wir da irgendwie so eine Gruppe formieren, dass wir uns da immer mal wieder quasi kurz schließen und da möglichst schnell vorankommen. Wie gesagt, Martin und Leonid hatten ja da auch GitHub und automatisierungsseitig schon was getan. Ich zeige nachher auch noch gleich, ich arbeite gerade an diesem Template-Repository, das will ich jetzt im Juli noch fertig kriegen. Das könnte dann der erste Anwendungsfall sein. Und dann, wer Lust hat, da mitzumachen, kann einfach beim Community Call jetzt Juli in die Kommentare drunter schreiben, dann würde ich da einen Chat für uns dann aufsetzen. Super. Dankeschön. Danke. Sehr cool. Danke. Du musst raus, Martin. Ne? Alles Gute. Alles klar. So, okay. Dann. Moment. Du findest alles selber den Weg von der Bühne. Das ist gut. Dann share ich hier mal wieder meinen Einzelschirm. Dann schauen wir mal weiter. Also das war das Thema. Das zweite Thema hatte ich mal genannt. Follow-up hatte ich ja vorhin schon erwähnt von Themen aus den Lost Camp Sessions. Wenn ihr hier diesem Link folgt, dann landet ihr auf einer Seite, wo alle 20 Sessions oder Workshops, die im LernOS Camp stattfanden, na, was lädt er so langsam? Hier, gelistet sind. Also da ist eine Liste 1 bis 20. Da, wo die Leute einen Connect-Account haben, habe ich das auch mit AdMention gemacht. Also da könnt ihr Leute auch direkt ansprechen. Und heute früh ist eine E-Mail rausgegangen an alle Session-Owner mit der Frage, ob sie was dagegen haben, dass wir die Aufzeichnungen hier auch verlinken auf Connect, was gleichbedeutend ist mit sie öffentlich machen, ne? Weil ein Connect-Login kann sich ja jeder anlegen. Das ist in dem Sinne kein Circle of Trust. Ne? Die Aufzeichnungen der Sessions bisher sind auf einer versteckten YouTube-Liste, also da haben nur die Lost Camp Teilnehmerinnen mit Zugriff drauf. Und jetzt kommen aber nach und nach die Rückmeldungen. Manche, die sagen, nee, da sind vertrauliche Sachen besprochen worden, die sollen in diesem Kreis bleiben. Das ist auch völlig in Ordnung. Und bei denen, die quasi rückmelden, kann gerne auch öffentlich sein, taucht dann hier hinten dran so eine Aufzeichnung in Klammer auf. Wenn ihr da drauf klickt, dann landet ihr quasi auf einem YouTube-Link. Clemens Florian hat auch schon geschrieben, es kann auch öffentlich sein. Also das ist noch der Stand von vor 2 Stunden. Ich schätze, dass wir da bestimmt die Hälfte der Sessions quasi auch öffentlich bekommen. So, und da dran schließt sich quasi dieser Teil hier drunter an, nämlich, was sind denn jetzt für Aktivitäten da für die zweite Jahreshälfte, die irgendwie auf Sessions im Lost Camp aufbauen? Da würde ich jetzt mal den Achim und die Silvia noch mit auf die Bühne holen, weil das sind zwei Aktivitäten, die auf jeden Fall bestehen. Und falls irgendjemand quasi noch Aktivitäten aus dem Camp hat, wo er sagt, da wollen wir weitermachen, und würden da gerne auch dazu aufrufen, dass vielleicht der eine oder andere noch mit dazukommt, dann gerne jetzt die Hand heben mit dem Handhebe-Feature, dann hole ich euch da auch mit dazu. Hi Achim, hi Silvia. Ich hoffe. Genau, ich sage gleich kurz was zu dem ersten, also für diesen LernOS for You Guide. Ich weiß nicht, wer den Impuls von mir, State of the Union, schon gesehen hat vom Camp. Da ist ja die Idee, bis Ende des Jahres jetzt eine Version 2.0 zu machen, wo die Grundlagen ein bisschen besser hinführen auf diese drei Lernpfade, die drin sind.
und auch die drei Lernpfade ein Stück weit harmonisiert sind. Mit Alex will ich da noch dran arbeiten. Die GDD-Lernpfad-Cutters, die verweisen ja noch auf das Buch. Wenn jemand das Buch nicht hat, kann er die Cutters nicht machen. Also da wollen wir jetzt noch Referenzen einbauen, dass man quasi alle Cutters auch ohne Buch machen kann. Und dann sind die drei Lernpfade noch so ein bisschen unterschiedlich vom Umfang der Cutters und wie das formuliert ist und wie das zusammenhängt. Das wollen wir eben im Prinzip auch noch glattziehen, eben mit dem Ziel, da Ende des Jahres eine Version 2.0 zu haben. Also wie gesagt, wer da mitwirken will, einfach in die Kommentare unten reinschreiben oder bei mir melden. Dann gab es eine Session, wie hieß die genau, Achim? Weiterentwicklung des Lernos Community Guides. Ihr hört mich, ja? Ja, gut. Ja, sehr gut. Genau, wir wollten uns ja den Community Management Guide mal anschauen, was der alles Tolles drin hat, weil da waren viele Unternehmen 2015 dran beteiligt, die da zusammengelegt haben, viel Material, viel auch durch die ganze Reise des Aufbaus einer Communities bis hin zur Moderation. Und davon ausgehend haben wir halt so eine Art Brainwriting auf Mural gemacht. Welche Ideen gab es jetzt von den Teilnehmern? Wie können wir es noch weiterentwickeln? Das hatte ich dann mal noch im Nachgang ein bisschen geclustert und zusammengefasst. Und der nächste Schritt wäre jetzt einfach auch zu gucken, wir vereinbaren einen Termin, also wir gucken in der Gruppe, alle, die dort im Feed drin sind, können zu diesem Termin kommen. Es gab noch einige von außerhalb, die da gerne mitmachen wollten. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, in welchem Umfang kann sich jeder einbringen und welche Themen sind vor allen Dingen für die Einzelnen auch am wichtigsten. Und dann würden wir dort weiterarbeiten. Sehr schön. Sehr schön. Da gab es ja, glaube ich, aus der Session heraus auch schon einige Kandidaten, die sich gemeldet hatten. Ne? Und auch hier würde ich sagen, jeder, der jetzt aus dem Kreis Lust hat, einfach unten in die Kommentare schreiben, dann wird man das entsprechend bei Terminfindung und Einladung berücksichtigen. Vielleicht noch als so Hinweis, wenn ihr auf Connect oben auf der Startseite auf Kategorien klickt, dann gibt es hier diesen Themenbereich und da sind eigentlich alle Themen, zu denen es Leitfäden gibt, auch angelegt. Also sprich hier die Kategorie Community Management, die Kategorie Expert Debriefing. Also wenn man da jetzt irgendwie anfangen will, das weiterzutreiben im offenen Bereich, Termine macht, Protokolle schreiben will, ne, kann man hier einfach im Prinzip auf die Kategorie klicken und dann da drin ein neues Thema anlegen. Dann ist das automatisch schon richtig einsortiert. Da waren auch bisher die Themen, ne, wie man hier sieht, weiß nicht, ob man es lesen kann, könnt ihr ja nachher mal reinklicken, was wir alles zum Community-Leitfaden bisher schon gemacht haben drin. Ne, und dann kann man als Nutzer auch der Kategorie folgen und bekommt halt mit, was da passiert, so ein bisschen. Genau, sehr gut. Und da war auch, weiß nicht, ob da die Tanja was gesagt hat, Tanja Laub, BVCM, ob die da auch Interesse haben. Ja, sie würde auch mitmachen. Also jeder bringt sich halt ein, in dem Maße, wie er kann. Auch der Harry hat ja gesagt, schauen wir mal, wie es geht. Aber es ist auch wichtig, dass jeder sein Thema dann mitbringt, weil es laufen so viele Dinge auch in den Unternehmen, dass jeder auch die Motivation mitbringt, da dran zu arbeiten. Da kann man ja wirklich auch Synergien ausschöpfen. Genau, Tanja schreibt im Chat, sie ist gern dabei. Sehr schön. Genau, dann die Silvia noch. Also falls jemand noch ein Thema hat aus dem Camp, gerne die Hand hoch, dann lade ich euch gleich mit auf die Bühne ein. Danke, Achim. Danke. Silvia, vielleicht kurz aus der Session für ein Expert-Debriefing-Leitfaden. Da hat man ja auch die Idee, quasi einfach auf den Present-Knopf einmal drücken, dann müsstest du, sonst helfe ich dir gleich. Camera off, sorry. Genau, die Idee quasi bis Ende des Jahres jetzt endlich mal eine Version 3 vom Expert Debriefing Guide zu machen. Ursprünglich hatten wir ja sogar vor, über Online-Offline Expert Debriefings zu sprechen. Das haben wir dann gar nicht mehr so viel gemacht. Vielleicht da auch von dir ganz kurz so Zusammenfassung und Einladung, wie und wann und wo man vielleicht mitmachen kann. Ja, also grundsätzlich wollten wir ja diesen Aufruf starten und dann wurden wir, glaube ich, von Fragen überrollt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hat mir persönlich aber gezeigt, dass da noch viel Bedarf da ist und dass es total Sinn machen würde, wenn man jetzt diesen Expert Debriefing Leitfaden auf den neuesten Stand bringt. Und meine Idee wäre einfach, dass wir so ein gutes Grüppchen von 4 bis 6 Personen zusammen haben, die auch schon Erfahrung gemacht haben, die schon oft und viel damit gearbeitet haben, die auch hoffentlich Online-Erfahrung haben jetzt in der Zwischenzeit, wenn man Expert Debriefings online macht, was es da zu beachten gibt. Es gibt für mich so ein bisschen dieses rein Praktische von der Methode her, dann gibt es aber den Teil von der Didaktik her
Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Tools, die drin sind, ne? die wir dann brauchen, um ein Expert-Debriefing wirklich zum Laufen und zum Leben zu erwecken, sage ich jetzt mal. Da wäre es halt cool, wenn es Leute gäbe, die in allen drei Bereichen schon gut unterwegs sind oder vielleicht auch gerade jetzt anfangen und damit auch dann die richtigen Fragen stellen. Ne? Am Anfang ist man ja so ein bisschen verlagert. Ne? Also ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und es entwickelt sich, aber es entwickelt sich halt auf einer Schiene und vielleicht wäre eine zweite, dritte Schiene nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fände es eigentlich... Vielfalt ist immer gut, auf jeden Fall. Ich habe auch schon angefangen, die E-Mail zu schreiben. Wir haben ja dieses Expert-Debriefing-Moderatoren-Netzwerk, wo alle Ausgebildeten drin sind. Das sind mittlerweile auch ganz gut über 900 Leute, die noch so ein bisschen separat als Community laufen und die immer im Herbst laden wir die ein zu so einem Expert-Debriefing-Moderatoren-Meetup, was eigentlich in Präsenz immer war und jetzt letztes Mal eigentlich auch schon virtuell war. Ich glaube, das Jahr davor auch schon. Und auch so ein bisschen eingeschlafen ist, aber das wollen wir jetzt auch wieder reaktivieren. Und da gab es aus den Jahren auch ganz viel Feedback zum Leitfaden, was in irgendwelchen Google-Doc-Kommentaren und E-Mail-Ordnern liegt. Ne? Und allein das jetzt auch mal wieder rauszukramen und zu sagen, das muss jetzt mal alles einfließen in den Leitfaden, um den auf Vordermann zu bringen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. Absolut, ja. Also da kann ich dir auch gerne helfen, durch diese ganzen Mails auch zu gehen. Genau. Also das werden wir dann auch quasi in der Kategorie Expert Debriefing quasi reinschreiben, wann da der nächste Termin ist und wie es weitergeht. Und wir zwei stimmen das dann ab. Und wer dabei ist, bitte, ja, ihr seid alle herzlich willkommen. Genau. Und in die Kommentare an dem Community Call Termin am besten. Genau. Das ist immer am besten, dass nur dezentral jetzt Leute sich einfach finden können. Genau. Sehr gut, dann habe ich die Laura mal noch mit eingeladen. Silvia, schmeiße dich mal kurz von der Bühne. Ja. Die Laura wird bestimmt was über Mehrsprachigkeit erzählen wollen. Genau. Oder über was anderes. Genau, das wollte ich noch besprechen. Also ich habe die Session da vorgeschlagen für die Mehrsprachigkeit von LernOS Guides. Leider wurde die Session nicht angenommen, aber ich würde mich freuen, wenn jemand mir vielleicht im LinkedIn oder über Twitter oder vielleicht über die Connect-Seite, dass wir vielleicht einen Channel eröffnen, wo Leute interessiert sind, die Lernungsguides in andere Sprachen vorzubringen. Für mich ist es jetzt gerade meinem ersten Ziel, die auf Spanisch zu bringen, damit ich sie auch in Kolumbien verbreiten kann. Deswegen, wenn jemand Interesse daran hat, teilzunehmen oder verschiedene Tools kennen, damit wir es auf Englisch auch machen können. Ich weiß es nicht, gibt es zum Beispiel diese Grammarly oder verschiedene Tools. Dann bin ich offen dafür, verschiedene Vorschläge zu bekommen. Und ja, es wäre schön, wenn wir auch ein Team bilden können, die heißt so LernOS Internationality oder sowas und die Guides einfach weiterbringen können. So vom Thema eigentlich wie das Technikthema vorhin. Ne? Ich finde, Mehrsprachigkeit ist so ein Querschnittsthema, was wir in allen Guides irgendwie haben. Ne? Der LernOS for User bisher, der Deutsch und Englisch, Sketchnoting auch. Expert Debriefing haben wir noch gar nicht auf Englisch und andere Sprachversionen haben wir auch noch gar nicht. Dementsprechend finde ich das gut, das aufzusetzen. Ich glaube, bisher waren die Übersetzungen auch recht heterogen. Also ich habe den LernOS for You übersetzt mit Office 365 mit der Übersetzungsengine. Ich habe mitgekriegt, die Sketchnoter haben das mit DeepL gemacht. Sozusagen automatisiert übersetzt und danach gepflegt. Und ich glaube, so ähnlich wie bei Softwareprojekten sollten wir uns da auch einen Prozess überlegen, wie man das so standardmäßig macht und empfiehlt. Aber auch, wen kann man vielleicht fragen, um Muttersprachlerinnen zu haben, die dann eben nochmal über eine Sprache gucken kann. Super. Da müssen wir mal gucken, da funke ich dich nochmal an, wo wir da so eine Anlaufstelle schaffen können. Also jetzt natürlich auch wieder in die Kommentare, wer Interesse hat, aber wo man eine Anlaufstelle schaffen können, so ähnlich wie für die Technik und für das automatische Generieren, eben auch für die Mehrsprachigkeit. Super, danke dir. Gerne. Jetzt hatte ich den Martin mal, ciao, jetzt habe ich den Martin noch eingeladen, weil der hatte noch ein Thema, aber ich habe nicht gesehen, dass er im Chat geschrieben hat, dass er, doch, da kommt er, jetzt, da ist er. Genau, er muss jetzt eigentlich gehen, aber er kommt dann halt zu spät, so ist das schon mal. der Wunsch war, dass ich ein bisschen erzähle, was in der Schweiz läuft zum Thema Corporate Learning Camp, das zweitägige, das wir für diesen Herbst in Zürich geplant haben. Das wird jetzt stattfinden, aber nicht live offline, sondern
live online, beziehungsweise wir wollen noch einen kleinen Schritt nach rechts gehen oder lieber nicht nach rechts, weitergehen und sagen, wir wollen es hybrid stattfinden lassen. Also wir haben das live offline, also face to face haben wir verworfen. Es wäre wahrscheinlich möglich, auch in der Größenordnung, die wir angepeilt hatten, zumindest was die Bundesverordnung angeht. Aber wir haben einfach den Verdacht, dass Organisationen, die jetzt langsam mit Homeoffice wieder zurückschrauben und wieder in der alten Command-and-Control-Welt angekommen sind, ungern Mitarbeitende für 2 Tage auf irgendeine Veranstaltung schicken, wo sie eh noch nicht kapiert haben, was dabei rauskommt. Und deswegen wollen wir das Ganze live online stattfinden lassen, aber in dem Sinne hybrid, dass wir die Teilnehmenden einladen, vielleicht einen Raum zur Verfügung zu stellen in ihrer Organisation oder in einem Coworking Space, um mit weniger Leuten vielleicht aber doch zusammenzusitzen, vielleicht gemeinsam an Sessions teilzunehmen, vielleicht auch lokal eine Session durchzuführen oder in einem Raum, wie das im Großraumbüro auch funktioniert, an verschiedenen Sessions teilzunehmen und sich zwischendurch dann gegenseitig aufzumunitionieren. Das habe ich vorgestellt beim letzten Treffen der Regionalgruppe. Wir haben uns in Tri-Cat getroffen und eingeladen, mit zu organisieren, mit zu planen, da mitzuarbeiten. Das hat große Resonanz gegeben. Es findet sich gerade schon eine Gruppe so aus dem Dreiländereck Österreich, Deutschland, Schweiz, da in der Ostschweiz, die schon nach einer Hütte suchen, wo sie dann auch gemeinsam übernachten. Ja, die machen ein richtiges Pfadfinder-Event raus. Das ist natürlich klasse, weil Karl-Heinz hat da auch die Idee, man kann ja auch mobil teilnehmen, also wenn man mit dem mobilen Device durch den Wald läuft. Das Netz in der Schweiz gibt es auch hier. Ja, und ich fand es wichtig, das mal zu erzählen ein bisschen, weil ich glaube zum einen, dass das Hybride immer wichtiger wird, weil natürlich wird geöffnet, aber wahrscheinlich nicht für Riesengruppen, also sowas wie ein Camp mit 300 Leuten wird wahrscheinlich noch eine Weile schwierig sein. Und parallel haben wir uns überlegt, quasi begleitend zum CLC 2.0 Hybrid den ersten LernOS Hackathon zu machen. Also an den 2 Tagen wirklich auch hier in der Akademie, da können wahrscheinlich maximal so 13 bis 15 Leute kommen, aber dann eben auch hybrid, um eben da an Themen weiterzuschreiben, weiterzumachen, aber auch Sessions anzubieten fürs Camp. Und ich glaube, das macht Sinn, da möglichst viel Erfahrung zu sammeln mit diesen ganzen Hybrid-Formaten. So ist es, für die nächsten wir auch so. Also, vielen Dank. Sehr schön. Alles klar, dann halte ich mich auch. Danke dir, viel Spaß im Meeting. Ciao. So, also, dann sind wir durch den Block durch. Wie gesagt, wenn jetzt noch jemand was hat, könnt ihr das einfach unten dann an die Kommentare noch dran schreiben oder gerne auch dann melden für den nächsten Community Call, dann nehmen wir das da eben mit rein. Dann schauen wir noch einen Blick in die Zukunft. 12 Minuten haben wir noch. Zum einen mal hatte ich hier eben den Link mal rein auf dieses LernOS Template Repo. Das gibt's auch schon. Das war nur bisher ein bisschen stiefmütterlich gepflegt. Also die Grundidee von diesem Template Repo ist, ein Repository zu haben, was man als Ausgangsbasis für einen neuen Leitfaden verwenden kann. Ja, und damit auch, wenn man jetzt sagt, man will einfach mal ein bisschen mit rumspielen oder mal GitHub ausprobieren. Ich habe gesehen, Alex hat vorhin im Chat gepostet einen MOOC, wo man die Git Basics mal kennenlernt. Ja, dass man da was hat, eben nicht mit Lore Ipsum anfangen muss, sondern halt quasi mal so einen vollständigen Leitfaden hat, mit dem man eigentlich schon alles machen kann. Und von dem man ausgehen kann. Und dann war eben die Idee, na, dann machen wir da gleich einen Leitfaden, in dem beschrieben ist, wie man selber Leitfäden macht. Na, und dieses Repo, das hat im Moment auch schon einen Leitfaden, das seht ihr hier. Das ist der, wie schreibt man einen LernOS-Leitfaden sozusagen. Und die Grundidee ist, dein eigener Leitfaden in einem Sprint. Also, dass man Leute in die Lage versetzt, in einem Sprint, in 3 Monaten von null, ich habe keine Ahnung, was Markdown und GitHub ist, hinzu mein Leitfaden ist fertig auf GitHub. Na, und da bin ich jetzt gerade dabei, mal so diese ganzen Inhalte zusammenzusammeln, die irgendwo rumschwirren. Also angefangen bei, was ist eigentlich die Grundidee von dem Leitfaden? Ne? Wie ist der aufgebaut? Wie ist die Inhaltsverzeichnisstruktur? Wie viele Stunden kann ich einen Lerner entweder einzeln oder im Circle belasten pro Woche? Also das alles zusammenzutragen. Dann auch hier den inhaltlichen Aufbau, also Kapitel, dann soll das rein zu Schreibstil, ne, dass man Leute direkt anspricht und so Geschichten. Dann aber halt auch technische Infrastruktur, also diese ganze Toolwelt soll da rein.
wie generiert man das auf Windows? Da habe ich dann vor, auch so ein paar Screencasts dazu zu machen. No, und mein Ziel ist jetzt eigentlich über den Sommer, also ich sage mal spätestens bis Ende August, das Ding fertig zu haben, sodass es von einzelnen Leitfadenteams einsetzbar ist. Also wenn ihr da Lust habt, schaut da schon mal rein. Schreibt gerne in die Kommentare auch schon eure Wünsche, also wo ihr sagt, das sind Sachen, die auf jeden Fall in eine erste Version von so einem Leitfaden rein müssen. Dann kann ich darauf eingehen. Das wird auch so Work in Progress sein. Das wäre auch das Repo, wo ich dann mit Martin, Leonid und dem Team eben mal gucken würde, dass wir da so eine Automatisierung hinkriegen, ne, dass wir so ein Vorlagending haben, an dem man eigentlich alles zeigen kann und das dann halt für Neulinge, also Neulinge im Sinne von Lernfaden schreiben, Neulinge eine gute Ausgangsbasis ist. Also das wäre das. Dann der Punkt hier mit dem Hackathon, den hat mir der Martin eigentlich jetzt gerade schon vorweggenommen, beziehungsweise ich habe es schon gesagt. 24.25.9, zwei Tage, werde jetzt in den nächsten Tagen auch noch einen Beitrag auf Connect schreiben, wo ich da so ein bisschen erkläre. Wir sind gerade noch an der Klärung hier mit IHK und Hygienekonzept und wie viele Leute dürfen hier in die Fläche rein. Aber die Grundidee ist halt, dass wir einen Hackathon über zwei Tage machen, vorher schon so ein bisschen festgelegt haben, an welchen Leitfäden, an welchen Themen LernOS wir da weiterarbeiten wollen. Da können wir dann gerne auch Sessions reinlegen, wo man mal GitHub erklärt oder mal Markdown erklärt oder wo man sagt, man hilft Leuten, diese Produktionskette zum Laufen zu bringen. Also es werden wahrscheinlich, wie gesagt, hier so maximal 15 Leute vor Ort sein und dann eben hybrider Modus, beliebig viele eingeklinkt von irgendwo anders auf der Welt, wo auch immer. Da wäre jetzt, wie gesagt, in den nächsten Tagen ein bisschen was veröffentlicht. Müsst ihr gucken, weil im August machen wir ja keinen Community Call. Da haben wir ja immer Sommerferien sozusagen. Aber das wird auf Connect eben ein bisschen Info geben. Genau, und dann, da würde ich jetzt gleich den Björn auch noch mit einladen. Ich habe heute Morgen mal versucht, den Community-Kalender zu aktualisieren. Moment, lädt er? Ah, der lädt hier. Solange der lädt, suche ich mir mal den Björn hier raus. Für die, die den noch nicht gesehen haben, der Community-Kalender ist ja auch so eine Wiki-artige Seite, wo wir einfach monatsweise reinschreiben, was so an Veranstaltungen ansteht. Da ist schon der Björn, servus, komme ich gleich zu dir. Das habe ich mal aktualisiert, also da kommt jetzt demnächst das DATEV DigiCamp, wer da mitmachen will, da gibt es noch eine Anmeldung, ist verlinkt. Die Edunautica, die vom Frühjahr verschoben worden ist, habe ich hier hingeschoben, die wird online stattfinden. Das Community Camp fand ich spannend. Die planen mit 300 Leuten in Präsenz. Ich habe heute früh gehört, die wollen es irgendwie draußen machen. Was genau ist, weiß ich auch noch nicht. WorkX Festival habe ich heute früh ergänzt, weil die auch mit so einem Satellitenkonzept arbeiten wollen. Also virtuelles Event mit lokalen Präsenzsatelliten. Das Corporate Learning Camp Hybrid hat der Martin gerade gesagt. Und das war's, glaube ich. Und dann habe ich den IOM Summit noch zerteilt, ich habe ihn zerhackt, weil der lag, glaube ich, im, wird der Björn gleich sagen, irgendwann Ende September als Veranstaltung in Köln und den habt ihr jetzt aber zerteilt. Der wird beginnen mit dem 8.7. Sozusagen mit drei Einzelveranstaltungen und virtuellen Events dazwischen stattfinden. Und da hatte ich dich eingeladen, dass du einfach mal ein bisschen erzählst, wie jetzt, was ihr quasi gemacht habt, wie ihr von der Ursprungsidee einen Tag jetzt zu dem neuen Konzept gegangen seid und wann man wo wie mitmachen kann. Nee, du bist gemutet. Warte. Vielleicht anderes Mikro auswählen. Jetzt da, du bist nicht mehr gemutet. Wenn du links oben, schau mal, wenn du links oben, da ist dieses Burger-Menü, drei horizontale Streifen, da klappen die Mikrofoneinstellungen raus. Jetzt alle, genau. Mach nicht. Tanja hatte noch was zum CCB gesagt. Vielleicht das vorneweg noch, wenn du das ergänzen willst. Die hatte das, deine Aussage korrigiert. Mit der Präsenz nicht 300 Community Camp. Ja, okay. Ich hatte es nur auf der Webseite gelesen. Alles klar. Hat sie im Chat geschrieben, wie viele sind es dann? Ja. Ja. Ja, okay. Schauen wir gleich nochmal drauf. Erzähl du. Ja, IOM Summit ist natürlich auch nicht als Präsenzveranstaltung machbar, ist ganz klar. Und was wir uns halt natürlich überlegt hatten, weil wir schon immer viele Themen haben, also für alle, die vielleicht den IOM Summit nicht kennen, der findet klassischerweise im September statt, wird von uns als Congress Media jährlich sozusagen als die Digital Workplace und Digital Work
Jahreskonferenz von uns organisiert und angeboten und kann natürlich nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Dementsprechend haben wir das auch virtuell in den virtuellen Raum gebracht, wie alle anderen unseren Eventkonzepte derzeit auch. Als Veranstalter kann man jetzt gar nichts mehr machen, muss man alles komplett digital machen. Und was wir uns überlegt haben, ist eigentlich nicht irgendwie einen Tag es zu machen, sondern den IOM Summit, der klassischerweise über 2 Tage stattfindet, mit viel Interaktion im Raum vor Ort, neben vielen Praxisvorträgen, das ganze Format halt jetzt zu zertrennen. Die Praxisvorträge, die gibt es halt an 3 verschiedenen Konferenzterminen. Nächste Woche starten wir am 8. Juli, dann am 26. August und am 30. September finden sozusagen die Online-Tageskonferenzen statt, wo es sozusagen die Einblicke in die Praxisberichte gibt. Und dann zwischen den Konferenzformaten gibt es noch so unsere zwischendrin Interaktivformate, so nennen wir sie, zu verschiedensten Einzelthemen. Das sind einerseits so Conversational Cafés, wo wir sagen, okay, wir haben jemand eingeladen zu einem ganz bestimmten Thema, der gibt einen kurzen Impuls, dann wollen wir aber das Thema erarbeiten und auch möglichst dokumentieren und bereitstellen. Und das andere sind so Diskussionsrunden, Fishbowl-Diskussionen, findest du alles, wenn du da unter Event Season auf Interaktiv-Session gehst, da ist das Programm drin von den Interaktivformaten. Und ja, da gibt es halt noch so Fishbowl-Diskussionen, das ist das zweite Format, wo wir halt so eine Startformation zu Diskussionen eingeladen haben, das aber auch immer offen gestalten und natürlich jeder mit diskutieren kann. Das ist so ein bisschen die Thematik, die wir halt da beim IOM Summit dieses Jahr machen. Ha, da sehe ich mich sehr gut. Genau. Genau, alles klar. Also, das Programm ist im Chat. Lukas hatte ja gesagt, beim Lost Camp, Telegram als Single-Thread-Messenger war ein bisschen crowded. Ich habe gestern ja schon mal bei euch ein bisschen in der Bühne schauen können, habe gesehen, ja, experimentiert mit Rocket Chat, also da kommt echt das Multithread-Messaging zum Einsatz. Auf jeden Fall spannend. Wir haben halt so eine eigene Event-Umgebung irgendwann aufgebaut, weil wir ja verschiedenste Events machen und da haben wir Rocket Chat integriert und da kann man halt daneben chatten. Aber natürlich gibt es auch Fragen- und Antwortmodule etc. Also das Übliche, was man so machen muss. Ne? Sehr gut. Alles klar. Super, danke dir. Und weiter geht's los, glaube ich, ne? Nee, Mittwoch. Und es gibt ein Freemium-Modell. Also ihr könnt da euch grundsätzlich an den Keynotes und an den Interaktivformaten kann jeder mitmachen. Müsst ihr euch mit einem Freemium-Account anmelden. Für die Gesamtkonferenz gibt es da natürlich so verschiedene, wir sind ein kommerzieller Konferenzanbieter, da gibt es dann Tickets, aber es gibt auf jeden Fall Freemium-Möglichkeiten, wo man mitmachen kann. Ja, das sollte man auch nicht aufkommen lassen, dass so die Idee entsteht, alles, was online ist, muss immer kostenlos sein. Das wäre nicht gut. Alles klar, super, danke dir für den Erfolg und bis nächste Woche. Jo, danke. Ciao. So, dann haben wir noch 2 Minuten und ich habe auch nur noch einen letzten Punkt, mit dem ich jetzt in den letzten Monaten mit dem Einladung zum LernOS Camp immer so ein bisschen unglücklich war, und zwar der Einladungsmodus zu dem Community Call. Das ist ja historisch so ein bisschen gewachsen. Ich hatte mal so einen Mailverteiler, an den ich immer eine Outlook-Einladung schicke, und der ist dann mit verschiedenen Veranstaltungen gewachsen. Also im Moment ist es tatsächlich so, ich kündige den Termin auf Connect an und kopiere immer den Verteiler vom letzten Mal in den Termin vom nächsten Mal. Und da gibt es halt verschiedene Artefakte. Zum einen gibt es Leute, die sagen, nehme ich aus dem Verteiler, weil ich kann da immer nicht oder komme nicht oder interessiert mich nicht. Und dann gibt es andere, die sagen, warum kriege ich den Termin nicht? Ich kriege das nicht mit. Und mein Eindruck ist auch schon ein bisschen, was Menschen nicht im Kalender stehen haben, da schließe ich mich total ein. Das kommt irgendwie nicht an. Also es irgendwo nur hinzuschreiben, glaube ich, da verpasst ein Großteil der Leute immer die Termine. Deswegen fände ich es cool, wenn ihr entweder jetzt gleich, wenn ich die Bühne zumache, in den General Chat oder als Kommentar unter den Call heute mal drunter schreibt, was ihr euch wünschen würdet, wie gerne die Einladung zu euch kommt. Und das kann alles sein von, ich gucke immer auf Connect nach, bis zu so eine Outlook-Einladung zu bekommen, ist gar nicht so verkehrt, dass ich mal so ein bisschen Stimmungsbild habe, weil das würde ich jetzt auch gern
gesagt, August ist erstmal Sommerpause, aber dann danach irgendwie anders machen, da bin ich noch nicht so ganz happy damit. Okay, also dann sind wir bei 14 Uhr. Ich hatte ja gesagt, der Remo-Raum ist jetzt bis 15 Uhr noch offen, also ihr könnt gerne noch quatschen, ich bin auch noch da, mich hat auch schon der ein oder andere angefragt, können wir gerne gleich weitersprechen. Ich halte jetzt gleich die Aufzeichnung an, falls ihr irgendwie einen Teil verpasst habt oder jemand anders informieren wollt. Ich schiebe die Aufzeichnung hinterher in meine YouTube-Playlist, da könnt ihr es euch nachgucken. Es gibt auch einen Podcast, überall, wo es gute Podcasts gibt, also Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer, könnt ihr den Call auch als Audio und Podcast abonnieren und euch im Nachgang anhören. Genau, dann würde ich sagen, allen schöne Sommerferien, je nachdem, wie sie werden. Und wir sehen uns dann alle spätestens wieder Anfang September zum nächsten Call. Merci, bis bald.